Oh. Schande. Er hat mich gesehen, ne? Wir haben ein Problem. Ist okay, ist okay. Action, Mann! Action! Was haben wir denn hier noch im Norden? Wir haben fast alles fertig, ne? Die Karte war so voll mit Kram und sie wird immer leerer. Hier wäre ein Fragezeichen. Wer weiß, was hier auf dich wartet? Gute Frage. Gefahr sehr hoch. Aber wir scheuen ja keine Gefahr, zumindest nicht in Cyberpunk. Erstmal kurz die Schnellreise hier verwenden, ne? Hallo? Warum geht denn das nicht? Ah, okay, man muss so wirklich direkt auf den Button gucken. Und jetzt hier einmal hoch, bitte, Schnellreise, Dankeschön. Und jetzt müssen wir wohin? Ist doch fast um die Ecke, ne? Hierhin will ich. Wir folgen der gelben Linie. Gibt es hier zufällig ein Auto, was ich knacken kann? Hier, das ist meins. Oh, das ist ein Smart. Oh, ist sehr schnell. Der ist nicht nur klein, der ist auch sehr schnell. 125 Meter. Wir brauchen ein Auto. Aussteigen, Mann! Aussteigen! Ich tu alles. Ja, das will ich doch wohl mal hoffen, mein Freund. Ja, das wäre sonst seine letzte Sturheit gewesen. Oh, wie cool sich das Teil fährt. Mega. Wow, okay. Hard Drift nach links. Und hier geht's dann los. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Regina! Job für dich. Hey, hey, hey. Maelstrom hat den Mandalorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Ja. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Ach, das ist eine Klaumission. Das ist ja super. Die liebe ich. Da können wir schön schleichen. Auftragsart Kleptomanie. Nachricht lesen. Joa, zeig mal, ne? Von ganz oben. Auftragsart Kleptomanie. Ziel, die Datenbank mit den Daten der Transportroute von Mandalorian LTD Clown, Ort Lagerhalle Offshore Street. Details. Wie, es gibt große Neuigkeiten in der Stadt. Ein Mandalorian Lieferwagen wurde auf der Sir Francis Drake Avenue geklaut, scheinbar von Maelstrom. Zufälligerweise war einer meiner Informanten in der Nähe und schlau genug, den Jungs per Drohne zu folgen. Damit ist der schwierige Teil erledigt. Wir wissen, wo der Wagen ist. Manche nennen es Glück. Ich nenne es Präzision. Meine Leute sind eben gut. Okay, okay. Ich höre schon auf. Geh zur Werkstatt und durchsuche den Wagen nach einer Datenbank, auf der die Daten der Mandalorian Transportroute enthalten sind. Die Gangleute ahnen nicht, dass der Splitter mehr wert ist als die gesamte restliche Fracht. Okay, machen wir. Nachricht verfolgen oder Mission verfolgen. Wo können wir bitte schön hier rein? Wir könnten natürlich auch alle abballern, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen das ein bisschen sneakiger angehen. Komme ich hier rüber? Na klar, komme ich hier rüber. Der Arm sah gerade sehr krumm aus. Verdammt, hier komme ich aber nicht mehr durch. Sehr ungünstig, wieder zurück. Kleines abendliches Sportprogramm. So, kommen wir hier rein? Nee, ist verschlossen. Hier ist kein Reinkommen. Wir werden schon was finden, wo wir rein können. Ich hoffe, mein Auto bleibt da stehen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, hier. Hier eventuell. Leider auch nicht. Schade. Vielleicht aufs Dach irgendwie. Aua. Wow, was? Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Krass. Und hab übel viel Energie verloren. Warum das denn bitte? Das waren wahrscheinlich Dornbüsche da. Boah, wie fies. Hä? Noch ein hoch. Geht das? Hey, meine Hände sind schon drü... Also manchmal... Manchmal ist dieses Spiel ganz wunderbar. Und manchmal ist dieses Spiel noch viel wunderbarer. Alter, Junge, was soll denn das? Komm ich zumindest darüber? Ja, komm hier. Und jetzt hier hoch. Geht doch, Mensch. Wir nutzen Schwächen in der Engine zu unserem Vorteil aus. Das kann natürlich wieder voll auch in die Hose gehen. Weil eventuell dieses Spiel für sowas gar nicht ausgelegt ist, aber... Naja, wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht rausfinden. Da waren wir schon. Das bringt uns herzlich wenig. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite noch ein Stückchen weiter hoch. Über den Strommast? Natürlich. Was soll schon passieren, hä? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich speichere lieber mal vorher. Und hä? Oh. Natürlich. Warum nicht? Da ist einer. Vorsichtig. Den müssen wir uns natürlich schnappen. Attention, Gegnergebiet. Man kann hier durchgucken, er kommt gerade in unsere Richtung. Aber nicht so richtig. Es ist ein Sniperino. Wir lieben sie alle.
Sniperino sind die besseren Menschen. Uhuhu. Uhuhu, it's party time. Hi, 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 hi. Zurück. Hey, wow, Alter. Warum bist du bitte so... So krass... Hallo? Also wir wissen schon mal, das wird nicht so eine Mission, wo wir alle ganz easy peasy einfach mal umhauen können. Also wir wissen schon mal, das wird hier nicht so eine Mission, wo wir einfach alle weghauen können. Verstehe ich sowieso nicht. Wahrscheinlich, weil er, genau, weil er so ein Totenkopf-Symbol hat. Das sind schwierige Gegner. Wir müssen also richtig, richtig vorsichtig sein. Komme ich hier rüber gesprungen? Brauche ich gar nicht, ne? Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Wir müssen da nur rein und den Stick besorgen. Alle Gegner werden so hart sein. Höchstwahrscheinlich. Feindlicher Bereich. Oh, oh. Und ballern wird auch nicht die Lösung sein. Da drüben, da soll der Stick sein? Oder ist das der Wagen, den wir suchen? Wo kann ich hier einsteigen? Über welchen Träger kann ich gehen? Hier? Nee, das wird nichts. Oh, das ist eine offene Stelle. Die ist doch prädestiniert für sowas. Oh, oh, er kommt! Er kommt! Er kommt! Oh, ich habe ein Problem. Ja, uncool. Nee. Ja, ist in Ordnung. Gilt. Gilt. Klippo. Da ist noch blauer Loot. Wie viele Leutchen sind es hier? Oh, oh, stopp. Kamera deaktivieren. Stopp. Breach. BD1C. BD1C. BD. 1C. Jetzt nochmal. BD. 1C. Okay. Du bist aus. Stopp. Du bist gleich aus. Komm schon. Lass dich. Das geht nicht. Wir sind geliefert. Wohin? Weg hier. Erstmal runter. Okay. Alles cool. Niemand hat uns gesehen. Niemand wird uns wahrscheinlich je wiedersehen. Er ist auch Totenkopfgegner. Das ist der Fahrer. Oh, 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 oh. Wow, das verlief jetzt nicht nach Plan. Vorsichtig. Weitermachen. Er sieht uns gerade nicht, ne? Aber das Breach-Protokoll ist doch noch aktiv, oder? Kann ich dich jetzt? Nein, wir haben einfach zu wenig Speichersticks. Da müssen wir nachrüsten. Oh, da ist ja einer. Nicht cool. Schande, 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 Schande. Erst wenn die Kamera wieder wegguckt, können wir da lang. Jetzt zum Beispiel. Ganz schnell. Breachig und clearlich. Wo ist dieser Stick? Liegt der da? Ist der das? Ist er das? Ist das der Datensplitter, den wir suchen? Ja! Ja! Wir haben ihn! Ich hau einfach ab, ne? Das sind zu schwere Gegner gerade. So wie wir reingekommen sind, geht das. Er guckt gerade nach da. Könnt ihr euch nicht mal umdrehen? Könnt ihr nicht mal da hingucken? Irgendwie, oh, das blaue Loot, ne? Kann ich nicht machen, ne? Schade, warum kann ich das bitte nicht hacken? Ablenkungsmanöver, warum nicht? Weil wir nicht smart genug sind. Uns fehlen einfach die RAM-Riegel, na, dann gehe ich da hoch. Wow, 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 vorsichtig! Vorsichtig! Und jetzt bitte Loot noch, genau. Und jetzt raus hier aus der Bude. Geht das? Geht das in Ordnung? Noch ist alles cool. Kommt man überhaupt hier raus? Vielleicht. Da drüben eventuell. Schön vorsichtig. Wir können hier kein Stealthen, die sind alle zu stark für uns. Da ist noch einer, ne? Ungünstig. Hier können wir nicht lang. Wir müssen wahrscheinlich klettern. Ansonsten flitzen wir einfach raus. Wie der Wind. Aber wir kommen auch wahrscheinlich kaum hier rüber gesprungen. Ja? Ist wahrscheinlich nicht. Aber wir können es ja mal probieren. Ne? Oder wir gehen einfach hier raus. Sind da viele Leute? Oh. Bist du auch? Ja, du bist auch richtig salzig. Wir sind alle sehr salzig, ne? Oh, oh, tschüss! Tschüss! Woo. Weg hier, weg hier! Wo ist mein Smart? Der ist doch hier irgendwo, ne? Los, lauf! Wird überhitzt, ist nicht so schlimm. Wir hauen ab. Eine saubere Sache. Na gut, 3 Minus. Hitman Ranking. Stupid Assassin. Weg, weg, weg. Vorsichtig. Verfolgen die uns? Tut mir leid, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, wir sind safe, ne?
Wir sind safe. Ja, wir sind safe. Kurz rückwärts einparken. Wow, wow! Stopp, meine Güte, dieses Auto. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Wir haben es geschafft. Und das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, wie man etwas schafft, sondern nur, ob man es geschafft hat. Boom! Ein sehr, sehr schwerer Auftrag. Aber wir haben keinen Loot bekommen. Macht ja nichts. Kann ja nicht immer guten Loot geben. Danke, Regina, Mensch. So, wohin als nächstes? Haben wir ein Level gemacht? Tatsächlich, Level up. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir hin sollen mit den Levels. Das ist alles zu viel für mich. Dann machen wir später, okay? Ich will erstmal weitermachen. Auto war hier. Nehmen wir doch einfach das hier. So, erstmal rein ins Auto, Karte aufmachen. Wir wollen was Schönes machen. Hier wäre zum Beispiel Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Sogar mit einem Totenkopf. Das ist schon mal klasse, ne? Aber von hier geht das viel schneller. Rüber zur Martin Street per Schnellreise. Ihr habt mich überzeugt. Zur Martin Street. Ist gebongt. Raus hier. Mach's gut, Smart. Ziel wählen. Hey, what the heck? Man darf hier nicht sofort losklicken. Hier zur Martin Street bitte. Genau so rum. Und jetzt hier rüber. Natürlich, nachdem wir uns ein Auto besorgt haben. Hier muss doch irgendwo eins sein. Hier, Peugeot, Mann. Vergiss es. Na dann eben nicht den Peugeot. Nehmen wir doch lieber hier dieses Motorrad. Okay, wo können wir das Radio wechseln? Auf R. Was für ein Zufall. Wir nehmen natürlich wieder Light FM. Gefällt mir am allermeisten. Oh ja. Rückwärts raus, bitte. Wir müssen, wohin müssen wir? Wir wollen darüber zum Verdachtsfall und müssen der blauen Linie folgen. Also in die Richtung. Go! Come on! Hey, ich hab Vorfahrt. Hupe war H, ne? Nee. Hupe ist woanders. Horn, das ist nicht F. Nee, F ist absteigen. Das wäre jetzt ziemlich ungünstig abzusteigen. Keine Ahnung. Irgendwo wird schon die Hupe sein. Verdachtsfall. Wir haben dich erreicht. Ging schneller als erwartet. Wir parken hier. Vielleicht können wir uns das diesmal merken. NCPD-Dispatcher. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Martin Street. Martin Street. Hat sich in der Gegend festgesetzt. Mhm. Mit dabei ist Kaiser Herzog, genannt der Chirurg. Er ist Vorbild. Kaiser Herzog? Unlizenzierte Arbeit als Ripper Dog sowie Mordes, wofür er zum Tode verurteilt ja. wurde. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Eliminierung. Ich mach von das. Herzog ich brauch die Kohle. Menschen. Ich brauch die Kohle. Waren wir nicht hier schon mal? Oder gibt es solche Gebäude? Hier überall verteilt in der Stadt. Könnte gut möglich sein, dass das immer die gleichen Gebäude sind. Hier rüberklettern ist nicht, ne? Hier hochkommen, vielleicht, wenn wir uns pfiffig anstellen. Höp! Ja, natürlich geht das. Der darf uns jetzt nicht sehen, ne? Feindliches Gebiet. Oder gehen wir einfach hinten rein? Einsatz von Gewalt erlaubt. Sehr schön. Wir knüppeln euch alle weg, ihr Mistkerle. Darüber komme ich auch. Aber ich sollte die Kamera deaktivieren. Oder vielleicht erstmal ein bisschen gucken. Nee, ich schalte sie gleich aus. Wir kriegen das schon auf die Reihe. Wir kriegen das schon auf die Kette. Ja, und hopp! Vorsichtig. Du bist der Erste. Mein erstes Opfer heute. Come on. Flop! Sehr schön. Du hast es nicht anders verdient. Ist so. Punkt. Keine Diskussion. Wir können rein. Wollen wir alle umbringen? Ich weiß es nicht. Erstmal gucken. Feindlicher Bereich. Ach, der beginnt erst hier. Wir wissen ja, wie diese Ripper-Kliniken eigentlich aussehen, aber könnte gut möglich sein, dass sie ein wenig von den Räumen her variieren. Ah! Okay. Er sieht uns durch das Gitter. Er war das, ne? Come on. Oh. Fuck! Wie bitte? Stopp. Hier ist safe, ne? Wo ist die nächste Kühltruhe? Verdammt, ich kann nicht warten. Ich konnte nicht warten. Das ging nicht. Da sind noch zwei draußen. Gibt es ja die Möglichkeit zu einem Ablenkungsmanöver? Die Kaffeemaschine vielleicht hacken? Dass sie so richtig schön rührt? Vorsichtig. Ach, das war die Kamera. Nur eine Kamera. Sag das doch. Hacken. Aus damit. Schön. Und gleich hier schön
das Ganze vorantreiben. Hier sieht mich keiner, die draußen können wahrscheinlich auch reingucken, aber wahnsinnig. Nein, 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 das sind starre Pappkameraden. So, da ist der Nächste. Oh, Schande. Er hat mich gesehen, ne? Wir haben ein Problem. Ist okay, ist okay. Action, Mann! Action! Action! Oh, oh, oh. Weg, weg. Tür auf. Spritze, Spritze. Oh, oh, oh. Hacker! Hacker, Mann! Mal wieder sehr unerwartet das Ganze. Wir sollten vielleicht doch die Kameras vorher benutzen, um die Lage ein wenig zu sondieren. Kamerasteuerung. Jupp, einmal bitte. Wir gucken uns um. Da ist einer. Aber die bleiben ja auch nicht ewig markierend. Der ist ganz finster. Der ist echt ganz finster. Die nächste Kamera bitte. Vorheriges Gerät. Nächstes Gerät. 3. Gibt es wirklich so viele Kameras hier? Da, da hätten wir ihn gesehen. Okay, dich und dich. Dich haben wir schon. Das ist auf dem Dach oder so, ne? Okay. Markiert, markiert. Oh, oh, stopp! Alter! Es geht nicht. Wir müssen raus hier. Verlassen. Ist schon vorbei, ne? Alles im Eimer. Doch noch nicht. Oder? Nee, noch ist alles cool. Wir haben Glück gehabt. Das hätte voll in die Hose gehen können. Die Kamera bitte ausschalten. Die kann uns gefährlich werden. Wie, warte mal. Remote-Deaktivierung, sag ich doch. Alles okay. Müsste gleich. Eigentlich müsste sie jetzt ausgehen. Ausschalten. Nochmal. Ganz mysteriös. Jetzt ist alles safe. Klappe die dritte. Die Gegner bleiben zumindest auf der Minikarte offensichtlich dauerhaft markieren. Das freut mich. Die Kamera, die ist kaputt. Die will ich nicht. Die kann auch ausgeschaltet werden. Wir haben alles sondiert. Das sollten wir nächstes Mal vorher machen. Er ist jetzt auch markiert. Er guckt in die falsche Richtung. Wir müssen eigentlich rechts anfangen, hier drüben. Und wir können nur hoffen, dass da keine Kamera ist. Bist du gedeckt von irgendwem? Nein, bist du nicht. Hier rein, hier rein. Das ist der Leichenraum. Flop. Danke. Hey, speichern. Ist alles safe, Mann. Okay. Vorsichtig, überall könnten Kameras sein. Da kommt einer. Kann er mich sehen? Er könnte mich sehen. Verlinken. Oh ja, stimmt. Wir können uns ja jetzt verlinken. Ist das gut? Soll ich das jetzt hier machen? Warum nicht, ne? So. Nee, ich sehe immer noch nicht ganz durch. Das ist ein bisschen komplexer, ne? 1C, 1C 55, 1C 55, E9 jetzt. Und jetzt BD. Geht nicht, tut mir leid. Schande. Abbruch. Abbruch. Wir brechen die Operation ab. Abbruch. Terminal verlassen. Hat das einer mitbekommen? Das müssen wir mal in Ruhe nochmal üben. Das ist mehrschichtiger, als ich erwartet habe. Hallo? Du sollst einfach nur reinklettern. Ohne, dass der dich sieht, Mann. Da ist ein Fenster, ne? Das könnte es sein. Das könnte das Problem sein. Oh, oh, oh. Er telefoniert da, ganz entspannt. Okay, ja. Ich kümmere mich drum. Ich bringe die Erbsen mit. Natürlich, Schatz. Alles in Ordnung. Nein, nein. Mir geht's gut. Aha. Tür auf. Was zum? Was war das? Schon wieder! Es ist schon wieder passiert. Boom, weg mit ihm. Da, Attentäter. Attentäter! Na, der muss weg, der muss weg. Und der andere aber auch. Der muss auch eine Granate essen. Hier, guten Appetit, Mann. Spritze, Spritze, weg. Wie, der hat das auch? Der hat dieses schnelle Bewegen auch? Wow! Wow, 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 Spritze. Ich brenne. Ungünstig. Total ungünstig. Meine Güte. Ihr wollt es wirklich so haben? Das könnt ihr gerne haben. Ich wollte keine Gewalt mehr hier ausüben. Das muss nicht sein.
Aber wenn ihr so tanzen wollt, dann tanzen wir ebenso. Wo ist er? Oh, orangener Loot. Sehr schön. Wir müssen es jetzt durchziehen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Okay, Spritze. Spritze. Na, wo sind die letzten? Zwei Stück sind noch hier. Mhm, ja. Huhuhu. Huhuhu, ich auch. Kann ich da überhaupt durchschießen? Bitteschön. Wie bitte? Die Abkürzung kenne ich nicht. Offensichtlich. Spritze. Nein, hoff. Ist sie tot? Ja, würde ich doch mal hoffen, ne? Wer das überlebt, der ist kein Mensch. Vorbei, ihr seht auch nicht mehr so menschlich aus. Geht doch, Mann. Total der schleichende Scharfschütze. Wie immer, eine saubere Aktion. Ist noch irgendwer hier? Die Kameras vielleicht, ne? Die sollte ich deaktivieren. Was ist denn das bitte für eine Musik hier im Hintergrund? Wer hat das eingestellt? Wer war das? Die muss raus aus der Playlist. Ist mir egal, wem die Playlist gehört. Ich lösche das einfach mal. Das wäre es soweit, ne? Hier noch Ecken. Schön ausmachen, nicht? Dass da noch irgendwelche anderen vorbeikommen. Mit Autos oder so. So, was haben wir denn hier für einen schönen Loot? Schema, Unity. Oh. Ist das gut? Power-Schrotflinte, ja. Sandevistan, Kühlkörper. Wahrscheinlich irgendeine Mod. Nehme ich. Naja, hat sich gelohnt, oder? Aber nächste Mal wieder safe, ne? Nächste Mal wieder so richtig schön stealthy. Flup, 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 flup. Blauer Loot. Weswegen sind wir eigentlich hier? Wir sollen irgendwen umbringen, ne? Sichere die Gegend. Einsatz von Gewalt erlaubt. Also eigentlich, wir hatten die Lizenz zum Töten. Der Klassiker. Oh, da geht's da weiter. Gucken wir gleich. Erstmal alles schön nachladen. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Boom! Street Cred, Level 10. Jubiläum. Noch mehr blauer Loot. Klasse. Gibt es ja noch viel mehr. Und ich wollte euch alle wieder mal erwürgen. Aber naja, beim nächsten Mal halt, ne? Beim nächsten Mal wieder Stealthy. Oh, das Terminal, das müssen wir uns auch angucken. Das sieht wirklich 1:1 aus wie die Klinik, wo wir das letzte Mal waren. Ist gut möglich, dass es ist. Hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Dateien. Medizinliste. Doch, das ist 1:1 die gleiche Klinik. Das mit der Migräne, mit den Kopfschmerzen. Daran kann ich mich erinnern. Definitiv. Okay, cool. Aber geschafft ist geschafft. Ich hoffe, das ist nicht so eine Art wiederkehrende Mission gewesen. Die sind für mich so ein bisschen Zeitverschwendung. Aber auch nur ein bisschen. Ansonsten alles, was man so richtig abarbeiten kann, wo dann die Symbole auf der Karte verschwinden, sind genau das Richtige für mich. Da bin ich so ein richtiges Gameplay-Loop-Opfer. Da bin ich sehr schnell süchtig. Und hier eigentlich schon seit dem ersten Versuch. Aha. Okay. Reicht's? Ich glaube ja, wir können abhauen, ne? Wir haben den ganzen Loot ja mitgenommen. Alles andere als sauber, aber trotzdem, geschafft ist geschafft. Es geht auch nicht darum, wie man etwas schafft. Es geht nur darum, ob man etwas schafft.